Schön, dass du da bist. Lass uns in die Karten schauen. Ja, jetzt. Für dich und deine Zwillingsflamme. Was sagen denn die Karten für dich? Konzentriere dich. Was sagen denn die Karten für dich? Ja, oh, schau mal, die Nachrichten stehen an. Also mit ganz, ganz tiefen Gefühlen stehen die Nachrichten an. Das hat was mit dir zu tun, was jetzt auch karmisch zu dir kommt. Die Verletzungen sind da. Aus dem Vorleben, wie du siehst, und es geht auch darum, ja, das sind in der Liebe, in der Romantik sind die Verletzungen und es zeigt sich auch hier das Glück. Also das Glück zeigt sich hier und es zeigt sich auch hier, ja, dass es hier auch um die feste Partnerschaft geht. Es geht um die feste Partnerschaft und es geht auch hier wirklich, dass man in der Stabilität kommen kann. Und es kann in der Stabilität kommen mit euch, also ist noch im Verborgenen. Also ich sehe hier, die Öffentlichkeit spielt hier schon eine große Rolle. Und du sollst auch Stück weit auch wirklich dich entscheiden, was du willst, aber auch deine Zwillingsflamme. Und also er hat noch die Hoffnung nicht aufgegeben, aber trotzdem ist hier noch am Abwägen, wie das auch weitergehen soll. Mit euch beiden, mit euch zwei, ja? Also dieser Neumond im Wassermann, Wahnsinn! Also dieser Neumond im Wassermann, viermal die neuen Karten lege ich für dich aus und wir schauen jetzt mal, was die Karten sagen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viermal die 9, 36, ja. Viermal die 9, 36. Viermal die 9, 36. Viermal die 9, 36. Viermal die 9, 36. So, und dieser Neumond spielt ja natürlich eine Rolle. Klar spielt das eine Rolle. So. Also es geht hier ein Stück weit auch wirklich warum. Es kommt. Irgendetwas kommt dir also unglaublich in den Gang mit euch zwei. Also es beginnt etwas. Also soweit ich dich sehe, also du schaust auf die Liebe, auf die Anziehungskraft. Die Anziehungskraft steht auf der Kopf. Aber deine Zwillingsflamme schaust du, dass er da auf dem Kopf steht. Und du weißt auch gar nicht, wie es um seine Liebe steht und um seine Verstrickung und um seine Treue. Also du hast so einen Grund Unsicherheit. Und unbewusst habe ich das Gefühl, dass du so ein bisschen auch durch diesen Neumond aufgewühlt bist und du brauchst auch eine innere Klarheit. Das brauchst du, das hast du das Gefühl. Also hier die Maske zeigt sich, also Masken fallen durch diesen Neumond. Also du hast so wie so Schuppen vor den Augen und auch die Blockade löst sich auf, denn es zeigt sich der Universum. Und es zeigt sich auch die Sonne. Also die Blockaden, die Verboten gehen komplett raus. Und du entscheidest dich komplett für eine Neuausrichtung. Du entscheidest dich, denn du hast auch wirklich noch Hoffnung. Du hast noch Sehnsucht und du möchtest, dass es hier weitergeht. Deine Zwillingsflamme fühlt diese Anziehungskraft zu dir. Er wünscht sich die Wunscherfüllung. Und was ich hier noch generell sehe, also ich sehe hier auch generell, sehe ich hier, dass das also auf jeden Fall ja in der Heilung gehen soll mit euch zwei, in der Heilung gehen soll und er möchte auch einen schlauen Plan, wie er auf dich zukommen kann. Der hat so eine tiefe seelische Verbundenheit zu dir und natürlich möchte er auch, dass es hier auch besser geht oder dass er positiv auch weitergeht, dass er auch wirklich hier
also auf den Richtung Neuanfang denkt und ich sehe hier auch, dass er mehr in seine Kraft und Stärke kommt. Aber es fehlt ihm auch so wirklich noch so diese letzte Kraft, ne? Weil das steht auf dem Kopf. Und wir schauen jetzt, wie geht's denn? Was macht dieser Neumond denn überhaupt mit euch zwei? Ich sehe hier, er schaut auch ein paar Dinge an. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Neumond Stabilität hineinbringt. Also Stabilität und Klarheit. Also dass es hier eine feste Partnerschaft geben kann. Ich habe wirklich das Gefühl hier, dass es aus dem Vorleben dieser Geschichte stammt. Also dass das auch wirklich diese große Trigger da ist. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es auch schon gereift hat, dass man auch, dass ihr jetzt wirklich auch vor dem Wahl habt, wie gehe ich weiter vor, ne? Und ich habe hier noch definitiv, dass hier eine Rolle spielt, also hier spielt definitiv eine Rolle, ja, wie soll ich das sagen, hier spielt noch eine Rolle diese feste Verankerung und also, dass der hier, also auf jeden Fall, also ihr beide euch bewusst, also in Zukunft, in eine neue Richtung entscheiden könnt. Und da stehen auch schon die Briefe an. Lass uns noch mal schauen, aus welcher Energie kommst du? Aus welcher Energie kommst du? So, drei Karten. Und aus welcher Energie kommt er? Deine Zwillingsflamme. Oh, schau mal, also er hat vier Karten bekommen. Mhm. Und was euch verbindet durch diesen Neumond, also es wird wirklich viel Heilung geschehen. Also bei dir geht es darum, dass du also spielerisch also angehst, wie ein Kind zu spielen und einfach Spaß zu haben. Du hast den Drachenfeuer, ich lasse mich von kraftvollen Feuer meine Drachenfreude durchströmen und du triffst auch schon eine Entscheidung. Sehr gut. Deine Zwillingsflamme dagegen, ach, der sagt ja auch ja, schau mal. Er sagt ja zu seinem einzigartigen Selbst und zu seinen Entscheidungen und ich habe auch das Gefühl, dieses Geduld. Ich habe Geduld und weiß, dass alles zur rechten Zeit in meinem Leben tritt. Und es geht auch wirklich um die Gelassenheit. Ich nehme einen tiefen Atemzug und bin über mich in der Gelassenheit. Also er ist gelassen, er ist mehr in Geduld, also er sagt ja zu sich und er hat eine Absicht. Ich sende meine klare, zweifelsfreie Absicht hinaus ins Universum. So, jetzt schauen wir natürlich. So, für dich kommt die Karte nochmal, ja, dass du echt und ehrlich sein sollst und deine Zwillingsflamme. Und deine Zwillingsflamme, schau mal hier. Also der hält jetzt momentan inne und euch verbindet jetzt eine Wahnsinnsherausforderung. Also das steht schon mal klar, ja. So, dann schauen wir nochmal, welche aufgestiegene Meister euch begleitet. Also du bist jetzt hier mit Serapis B, dass du sagst, ja, ich gehe jetzt nach vorne und ich wage jetzt den Sprung. Und jetzt schauen wir natürlich auch nochmal hier dein Zwillingsflamme. Also er hat Babaji, also mit Yoga. Und es verbindet euch auch der Gleichgewicht zwischen Berufsleben und Privatleben. Also ich nehme das jetzt hier so wahr, dass das schon eine Gleichgewicht sollt ihr also beide finden. Also bei dir geht es um Neid. Ich bin von allen anderen nur für mich und meinen Herausforderungen gestellt. Wenn du irgendwie neidvolle Sachen hast, dass du es loslässt und deine Zwillingsflamme hat das Glück. Also wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und es kommt um die Unentschlossenheit. Ich halte mich an die Dinge des Lebens, an meine Intuition, dass er mehr halt auf der Intuition auch dann, ihr beide sollt mehr auf die Intuition lauschen. Dieser Neumond also wechselt und wandelt die Gefühle. Also es kommt mehr Klarheit in Gedanken
Und es geht auch darum, mehr Licht ins Dunkle, es kommt ein Neubeginn. Und es geht auch darum, dass hier neue Kraft steht auch bevor. Und das werden auch Kraftquellen mobilisiert. Und du fühlst dich auch getragen, also versorgst und getragen in Liebe. Also ihr beide jetzt durch diesen Neumond. Also es nimmt an Energie auf, nimmt also Fahrt auf. Und also die Hingabe wird auch getestet, wie hingebungsvoll ihr auch wirklich füreinander seid. Ihr sollt ins Vertrauen kommen, in eure Gefühle, in eure Wahrnehmung. Und da solltet ihr euch auch mit eurer inneren Familie verbinden, wo ihr mit in Resonanz seid. Dann könnt ihr auch Grenzen und Herausforderungen überwinden. Für den weiblichen Anteil ist es Zeit, also dass man selber so das Schicksal selber webt, ja, man hat es in eigenen Händen. Und für deine Zwillingsflamme, für den männlichen Part, geht es wirklich darum, dass man so seine eigenen Zyklen auch ganz bewusst geht und wirklich auch auf den Rhythmus auch achtet. Jetzt schauen wir nochmal, wie steht er denn zu dir? So, ich ziehe noch eine Karte. Also, so, schau mal, für immer und tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was sich in deinem Herzen gut anfühlt. Wenn du bei dem Neumondritual dabei sein möchtest, melde dich dazu an, ist verlinkt unter dem Video, findest du meinen Shop, meine Webseite, schau vorbei, ich sage danke und bis bald.